Please, meine Lieben. Ich hätte fast Kopterfreunde gesagt. Nein, das kommt erst nachher. Meine lieben Nichtraucher, meine lieben Raucher, meine lieben Dampfer. Wobei, so viel Dampfer habe ich ja nicht mehr. Jojo. Und meine lieben Kiffer. Das sind wahrscheinlich, wenn es der Kifferzulauf wird immer größer in meinem Channel. Hier ist euer Perle im Star Wars Modus. Star Wars? Star Trek. Im Star Trek Modus. Lebt lang und in Frieden. Ja, Perle ist ja auch ein alter Trekkie. Aber Trekkie wäre ja wieder eine Beleidigung. Ne? Also die richtigen Star Trek-Fans sagen ja Trekker dazu. Ne? Also er ist ein Trekker. Unser Trekkie ist das wieder eine Beleidigung. Aber das wissen nur die Insider, die richtigen Fans. Egal, ein neues Video ist am Start. Mal wieder. Hier seht ihr im Hintergrund. Ja, es geht los. Jo, das Nachtragsvideo wird gleich starten. Ja, ich muss dazu noch sagen, warum ist letzte Woche kein Video gekommen? Ja, ich war hier schwer im Stress. Ich habe der Serverumzug stand an von dem 2B-System auf das 5B-System. Habe ich vollzogen in Lichtgeschwindigkeit und rumbackupt und getan und gemacht. Also ohne Datenverlust bin ich von dem einen System auf das andere System umgezogen. Und momentan läuft hier gerade, ich habe hier verschiedene Kartons und Festplatten gekriegt, läuft hier gerade die nächste Aktion. Und zwar werde ich jetzt die vier Festplatten, die vier 2 Terra, die kleinen 4 2 Terabyte Festplatten gegen etwas mehr kapazitätsseitig, gegen größere Platten austauschen. Das muss man immer so machen, eine Platte raus. Dann pöbelt der Server natürlich rum und sagt, oh, Plattendefekt, Plattendefekt. Und dann steckt man die neue Platte rein, original verpackt, und sagt oben quasi in der Serversteuerung, sagt, ja, passt schon, hast jetzt eine neue Platte gekriegt, mach mal. So, und jetzt fängt er natürlich an, von den drei Platten, also diese vierte neue Platte, die größere Platte, in das System zu integrieren. Und so muss ich, wenn das nachher fertig ist, das dauert ungefähr, ich schätze mal, einen Tag oder 1,5 Tage, bis er sich da reingerödelt hat. Dann kommt die nächste Platte dran. Also das ist so ein bisschen, das muss man ganz systematisch machen. Also der Serverumzug ist ja, vollzogen und das Forum, kein Datenverlust. Das war auch noch eine fringelige Geschichte, das Forum umziehen zu lassen. Also da war ich ein bisschen am Kämpfen. Da habe ich eigentlich eine ganze Nacht gekämpft, um ja, die Datenbank, die Forumsdatenbank zu transferieren. War nicht ganz so einfach, aber letztendlich habe ich es hingekriegt. Und hat alles wunderbar geklappt. Forum läuft. Ja, der Server läuft natürlich auch geil. Das ist echt ein geiles Gerät, dieses 5B-System. Nochmal einen schönen Gruß an Thomas nach Hannover. Vielen Dank. Super, super, super. Dann war ich letzte Woche zusätzlich noch am Kämpfen mit der APM. Ja, mit dem APM-Flugcontroller 2.5. Ich würde ihn euch ja gerne zeigen, aber den habe ich nicht mehr hier. Den habe ich schon weitergegeben zum Testen, ob ich dieses Gepiepe aus dem letzten Video, kennt ihr ja, ne? Also habe ich massive Probleme gehabt, das Ding ans Laufen zu kriegen. Wird jetzt gerade sozusagen dezentral mal getestet. Nichtsdestotrotz auch nochmal einen schönen Gruß an Georg für diese noble Spende. Und einen Teil davon habe ich ja schon recycelt in meinem, könnte ich ja mal zeigen, in meinem Copter. Und zwar ist hier das GPS-Modul drin. Das ist das nächste Video. Das wird doch ganz interessant. Hier ist ja nun der Flip 32 drin. Hier habe ich einen. Hier der neue Flip ist angekommen. Der neue Flip 32. Die Reklamation. Ihr wisst ja, hatte ich das erzählt? Ich glaube ja, dass ich das Ding reklamiert habe wegen dem kaputten Pieper. Ich habe einen neuen gekriegt. Und hier unten scheint ein Widerstand verbaut worden zu sein. Der Pieper müsste funktionieren. Jedenfalls das Modul technisch funktioniert. Aber da habe ich auch schon wieder was zu mosern. Da muss ich noch ein bisschen dran rumbasteln. Also alles super. Hier haben sie ja an dem USB-Konnektor, den haben sie ja nochmal sicherheitshalber verlötet. Das haben sie hier nicht gemacht. Dafür haben sie hier unten wahrscheinlich von Hand den Kondensator ausgelötet und den korrekten Widerstand eingelötet, damit der Pieper funktioniert. Ob es geht, weiß ich nicht. Das muss ich erst sehen, wenn der nachher verbaut ist. Also auch baulich hat sich hier eine ganze Menge geändert. Hier unten ist das 8er LED-Modul. Ne, Rückseite, hier ist es. Mit Heißklebe reingearbeitet. Und ich habe vorne auch noch eins installiert. Das wird das nächste Video. Das Flip 32 oder Perleracer, Pimp My Perleracer Video. Also den, ihr wisst ja, den rüste ich massiv auf. Und da habe ich heute auch gleich wieder einen Absturz gehabt. Dann habe ich noch was. Hier so eine zerlegte Mobius Cam. Richtig geiles Teil. Ja, warum habe ich sie zerlegt? Weil ich wissen wollte, was da für ein Akku drin ist. Für das Review, was ich wahrscheinlich heute auch noch machen werde. Also, da ist ein fetter Akku übrigens drin. Eine richtig coole Kamera für 46 €. Ne? Das ist der Hammer. Eine Mobius mit der neuen C2-Linse.
Und ja, wegen Fischaugen-Effekt und so. Also das Ding ist richtig, also gefällt mir richtig, richtig gut. Also für Kopter ist das die Kamera der Wahl. 37 Gramm wiegt das Teil mit dem fetten Akku. 2 Stunden kann man damit aufzeichnen. Das, also ist unglaublich. Weil ich hatte mich nämlich heute gewundert. Ich denke, irgendwann muss die ja mal voll, also irgendwann muss der Akku mal leer sein. Der wollte nicht leer werden. Ja klar, jetzt habe ich die Erklärung. Hier ist nämlich der fette Akku verbaut, ne? Den man als Zubehör sozusagen bei den anderen Mobius-Modellen als Zubehörartikel nachkaufen kann, um sich das einzubauen. Ziemlich modulares System. Ganz gut, dass ich es geöffnet habe. Zeige ich nachher auch. Aber Schwafel, Schwafel. Zu Ende geschwafelt. Nun kommt das MKT MB, wie heißt das Ding, ne? M2B GSM Alarmanlagenvideo. Also das Nachtragsvideo von der Alarmanlage, die ich im August von der Firma MKT zur Verfügung gestellt bekommen habe, zum Testen, um ein Produktreview zu machen. Und ich sagte ja damals schon im April, war das glaube ich, in dem April-Video, ich werde. Es bringt nichts, ein Review zu machen, das machen andere. Eine Review, ich hatte sie ja vor dem Review schon ausgiebig getestet, aber ein Langzeittest ist immer aussagekräftiger als ein Kurzzeittest. Deswegen hatte ich damals gesagt, ich warte 3 Monate ab, teste sie, benutze sie 3 Monate lang hier auch im Familienkreis. Sie wird 3 Monate lang benutzt und dann nach 3 Monaten weiß ich mehr. Gut, aus den 3 Monaten, weil ich mir zu wenig Zeit hatte und viele andere Projekte hier am Start. Sind nun, lass mal rechnen, Mai, Juni, Juli, August, September. Es sind jetzt 5 Monate geworden. Aus 3 Monaten sind 5 Monate geworden. Naja, umso besser für uns oder für euch, die das Thema interessiert mit der Alarmanlage. Ja, ich habe die Alarmanlage hier täglich im Einsatz. Was gibt es zur Alarmanlage zu sagen? Gar nichts. Es gibt nichts Negatives zu sagen. Also doch, es gibt doch schon was Negatives zu sagen. Und zwar. Ich kenne ja diese Module, die an den Fenstern oder an den Türen befestigt werden, diese Schaltmodule, also dieses doppelseitige Klebeband. Da ist mir so ein Teil schon runtergefallen. Das ist natürlich scheiße. Wenn das Ding scharf ist, dann löst er einen Alarm aus. Also an allen diese Schließsensoren, wie heißen die Dinger eigentlich? Moment. Die heißen Kontakte, Tür- und Fensterkontakte. Diese Tür- und Fensterkontakte. Also, wenn ihr das Fenster tausendmal auf und zu macht und die Tür tausendmal auf und zu macht, dann müsst ihr, also das doppelseitige Klebeband bei dem hält, aber bei diesen Teilen nicht. Dann solltet ihr die Sachen wirklich verschrauben. Dafür sind sie ja nicht auch vorgesehen. An normalen Fenstern, die ihr nicht dauernd aufmacht, braucht ihr sie nicht verschrauben. Das hält. Das habe ich auch schon ausprobiert. Ich prüfe das ja auch immer gegen. Aber an meiner Haupteingangstür, der ist mir nachher irgendwann runtergefallen. Weil ich den auch so ganz doof verbauen musste und die haben sich immer so ein bisschen berührt und durch diese ewige Bewegung, die da so ein bisschen drin ist, minimal, hat er sich losgerüttelt und wahrscheinlich auch durch die Kälte und Wärme und den musste ich verschrauben. Also einen musste ich davon verschrauben, ansonsten gibt es da keine Sorgen. Hält alles bombig, funktioniert bombig und so wie es sein soll. Habe ich Fehlalarme gehabt bei der MKT M2B? Moment. M2B GSM bei dem Teil. Fehlalarme, einen einzigen. Selbst verschuldet, vergessen, unscharf zu schalten. Und da war ich nämlich gerade unterwegs und mit Mal GSM, mit Mal kriege ich eine Meldung vom Handy, Klingelingeling, meine Alarmanlage ruft mich an. Bedeutet, der Alarm wurde ausgelöst. Da bin ich natürlich sofort, habe ich mir sofort das Handy geschnappt. Dachte ich, oh, Einbruch, habe ich mir sofort das Handy geschnappt. Bin auf meine Kameras, Foscam, ihr wisst es auch, meine alten Videos, meine Foscam-Kameras, hab geguckt, was hier los ist. Ja, da wusste ich, ein Familienmitglied hat vergessen, das Ding unscharf zu schalten. Also Tüffeligkeit, was ja nicht unbedingt das Tragischste ist. Da wusste ich in dem Moment Bescheid, hab zu Hause angerufen, hab gesagt, hast vergessen, die Alarmanlage auszuschalten? Ja, habe ich vergessen. Also, das ganze System funktioniert, die Alarmierung, das funktioniert ganz wunderbar auch mit dem GSM-Modul, also mit dieser SIM-Karte, die da eingebaut ist. Astrein, ich bin richtig begeistert von dem Teil. Sie lässt sich natürlich auch fernwarten, das wissen wir ja auch alles, das hatte ich in dem Review ja auch gesagt. Und technische Probleme gab es keine. Und in den 5 Monaten war auch ein Stromausfall. Alarmanlage funktioniert weiter. Da war mal nachts ein Stromausfall, so 3 Stunden war hier der Strom komplett weg im gesamten Stadtgebiet. Aber die Alarmanlage arbeitet weiter aufgrund des eingebauten Akkus. Sehr gute Geschichte, auch gleich getestet. Wunderbar. Das war ziemlich das einzige Gerät, was hier noch im Haus richtig gut funktionierte. Die Kamera war ja alles aus, ne, durch den Stromausfall. Aber die Alarmanlage hat weiter funktioniert. Habe ich gleich geprüft. War natürlich eine super Geschichte.
Ein Fehlalarm, aber durch eigenes Verschulden einfach nicht ausgeschaltet, aufgemacht, bumm, und dann war das gleich der praktische Test. Ich wurde angerufen von meinem Handy, wusste sofort Bescheid, aha, Alarmanlage, Alarmfall. Bin auf die Foscam, auf die Foscam-Kameras, die ich ja in der Hülle verteilt habe, rauf, habe geguckt, wo ist was los und was ist da eigentlich los, und dann wusste ich natürlich auch sofort Bescheid. Also die Kombination Alarmanlage mit optischem System, ein Traum. Man weiß immer, was Sache ist, und im Alarmfall kann man dann immer entsprechend reagieren. Wirklich gut. Fehlalarme, wie gesagt, im Grunde genommen kein, bis auf diesen einen einzigen Fall, wo eben vergessen worden ist, auszumachen. Gut, das kann mal passieren. Das hat man nachher auch automatisch drauf. Ne? Aber es kann immer mal irgendwie in der Hektik passieren, dass man einfach in die Bude reinrennt, obwohl das Ding noch scharf ist. Und dann sollen sie natürlich auslösen, weil sie denken in dem Moment natürlich, es ist ein Einbrecher. Böser, böser Bursche. Also hat alles astrein funktioniert. Ich hatte ja im letzten Video gesagt, ich muss auch noch testen, wie lange die Akkus halten. Diese, habe ich sie hier. Diese kleinen Akkus in den Bewegungsmeldern sind 9 Volt Blockbatterien drin. Also die Bewegungsmelder. Ich glaube, die Blockbatterien halten 100 Jahre. Also die Bewegungsmelder. Keine Sorgen. Auch die ganzen Fenster- und Türkontakte. Keine Sorgen. Bis auf einen. Die Haupteingangstür. Ja, die hier echt taubenschlagmäßig. Die hier echt oft im Einsatz ist. Und jedes Mal, wenn die Tür geöffnet wird, also wenn so ein Kontakt. Ja, Tür auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu. Da muss der jedes Mal schalten. Und das kostet natürlich Strom. Also sagen wir mal ein halbes Jahr an Bereichen, wo wirklich viel geschaltet werden muss, halten diese Batterien aus. Und an normalen Fenstern, bis der signalisiert, Batterie leer. Das war für mich natürlich auch ein sehr interessanter Test. Das kann ich natürlich jetzt hier reinfließen lassen und euch auch zeigen, wie das aussieht. War natürlich auch eine gute Geschichte, dass ich das mal rausfinden konnte. Also sagen wir 5 Monate, 5, 6 Monate hält so eine Batterie. An Fenstern, die nicht dauernd aufgemacht werden, 100 Mal am Tag, zum Lüften oder wie auch immer, oder komplett auf. Denke ich mal, sind diese 9 Monate bis ein Jahr für so eine Batterie durchaus realistisch. Deswegen tausche ich hier auch, oder was heißt tausche, habe ich schon gemacht. Deswegen habe ich nur diese eine leere Batterie ausgetauscht, die jetzt auf 6 Volt runter ist. Und bei 6 Volt, den Dreh, ich habe es nachgemessen, signalisiert er, Batterie leer, muss getauscht werden. Woran erkennt man das, dass die Batterie getauscht werden muss? Ich lege sie jetzt hier mal ein. In ein Modul. Und ich hoffe, man kann das hier so ein bisschen erkennen. Kann man wahrscheinlich nicht. Ich mache mal Licht aus. Ich jetzt hier schalte, passiert gar nichts. Moment. Muss ich auch auf die andere Seite gehen. Ich Idiot. Wenn ich jetzt hier schalte, seht ihr, dann geht es jetzt aus. So ist es nämlich normalerweise. Dann signalisiert er meine Anlage. Achtung, ist aufgegangen. Ist wieder zu. Aber gleich werdet ihr sehen, jetzt geht es langsamer aus. Sie funktioniert noch. Gleich werdet ihr sehen, das, was ich gesehen habe. Dazu muss ich sie jetzt erstmal belasten, dass sie so ein bisschen runterfährt. Sie hat sich jetzt wieder so ein bisschen erholt. Ich schalte mal ein paar Mal hin und her, dass sie so ein bisschen Strom geben muss. Jetzt kann man es, glaube ich, sehen, ne? Ah, sie geht raus. Sie bleibt irgendwann nachher an. Also sie leuchtet nachher dauerhaft rot, diese LED hier unten. Und das ist das Zeichen dafür. Achtung, Batterie wechseln. Da war also quasi unten im Flur. Ja, die hat sich jetzt erholt vom Liegen hier wahrscheinlich so ein bisschen. Da war unten im Flur Dauerbeleuchtung. Ging gar nicht mehr aus, das Teil. Ja, ihr seht schon, sie bleibt immer länger an. Und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo sie gar nicht mehr ausgeht. Damit signalisiert einem dieses Gerät, dass unbedingt die eingebaute Batterie gewechselt werden muss. Ihr seht, es geht noch. Das ist jetzt der Vorführeffekt. Aber es dauert immer länger, bis sie ausgeht, und irgendwann wird sie nachher gar nicht mehr ausgehen. Und wenn sie gar nicht mehr ausgeht, ist es ein Zeichen dafür, Batteriewechsel. Machen wir wieder Licht an. Ich wollte es euch nur mal demonstrieren. Also so zeigen einem die Geräte an, dass die Batterie leer ist, indem die untere LED dauerleuchtet. Das hatte ich nämlich, bin nach Hause gekommen, bin durch den Flur gestiefelt, da habe ich es erst im Moment gar nicht gesehen und habe mir dann nachher noch irgendwas geholt, ein Getränk oder sowas, eine Fanta. Rast wieder durch den Flur. Ich denke, wieso leuchtet das Teil? Und dann geschaltet, ja klar, Batterie leer. Habe ich die Batterie rausgenommen, nachgemessen, 6 Volt um den Dreh. Und dann dachte ich, aha, klar, soll 12 haben, hat nur noch 6, ist leer. Und das ist natürlich eine gute Sache, dass diese Geräte einem das optisch dauerhaft signalisieren. Also nicht nach 10 Sekunden wieder ausgehen. Jetzt mal ein bisschen Tee trinken, wieder fusselig gesabbelt. Ja, gibt es sonst noch irgendwas zur MKT M2B? M2B GSM?
zu sagen. Nein, gibt es nicht. Es gibt nichts Negatives. Dieser eine Fehlalarm war für mich natürlich sehr, sehr nützlich, um das mal auszuprobieren, was eigentlich los ist. Ich dachte echt, das ist ein echter Alarm. Und gleich über die Foscam geguckt, was ist Sache? Dann habe ich gleich gesehen, alles klar, alles in Ordnung. Dann hier mal angerufen, so nach dem Motto, kann das sein, dass gerade die Alarmanlage losging? Ja, vergessen auszuschalten. Okay, passiert. Ja, das ist es halt. Ne? Das ist, wenn man mehrere Leute hat, kann das immer mal passieren, dass es vergessen wird, scharf zu schalten. Sollte nicht vergessen werden. Aber noch schlimmer ist eben, wenn sie scharf geschaltet ist. Es ist ja nicht schlimm, also dafür ist sie ja da. Wenn sie scharf geschaltet ist und man piest wieder rein, weil man irgendwas vergessen hat, in Gedanken ist, vergisst man sie auszuschalten. Ja klar, sobald der Kontakt hier den hier macht, na dann ist hier natürlich die Hölle los. Dann ist hier wirklich die Hölle los. Ja, kann ich empfehlen, die Anlage, ja oder nein? Ja, kann ich absolut empfehlen. Würde ich mir, ihr wisst ja, ich habe sie umsonst gekriegt von der Firma. Ich habe dafür keinen Pfennig bezahlt. Aber deswegen beschönige ich da nun auch nichts. Ne? Aber ich kann auch nichts Negatives finden. Die Bedienung ist ein bisschen kryptisch, das wisst ihr ja. Aber wenn man sich das mal reingefummelt hat, ich habe auch nichts mehr an der Bedienung verändert. Ich hab die so konfiguriert gelassen, wie ich es mit euch quasi zusammen gemacht habe. Und seitdem läuft die so. Das heißt also, das Einzige, wo man sich beschäftigen muss, ist eben scharf schalten und wieder unscharf schalten, wenn man in die Bude kommt, über die Fernbedienung. Ne? Über Schloss und Schloss geöffnet. Und dann eine Sache habe ich, glaube ich, noch geändert. Und zwar, ich könnte es ja mal, würde ich das mal vorführen? Ich würde es mal, nee, führe ich nicht vor. Weil da müsste ich wieder zu viel zeigen. Also, wenn man sie scharf schaltet, dann habe ich noch in die Programmierung reingebracht, dass das Horn einen Ton machen soll. Also, wie beim, kennt ihr sich, die, wenn ihr Auto scharf schaltet, macht so wick, wick. Und so funktioniert sie auch bei der Alarmanlage. Du machst einmal wick. Und wenn man sie scharf schaltet, wick, wick. Und wenn man sie unscharf schaltet, wick. Also, ihr kennt diese Geräusche, diese Autoalarmanlagengeräusche, wenn man irgendwas scharf schaltet. So ganz typisches Geräusch. Und so ähnlich ist es auch hier bei der Hupe. Versucht dieses Geräusch so ein bisschen zu imitieren. Mit zweimal Krach machen und einmal Krach machen. So dass man auch noch eine akustische Meldung bekommt. Wenn man vor der Tür steht, ist sie scharf oder ist sie nicht scharf. Das war nämlich echt ein Nachteil. Wenn diese Hupe nämlich nicht läuft und man drückt den. Da weiß man nämlich nie, wenn man draußen vor der Tür steht, klar, wie auch, wenn man es an die Supermarkt kann durch die Wände gucken, ob die Anlage sich jetzt scharf geschaltet hat, ob dieses Funksignal da angekommen ist. Und das ist über diese akustische Visualisierung, über diesen akustischen Ton an der Anlage natürlich bis vor die Tür zu hören. Ja, weil das Ding natürlich einen Mörderkrach macht. Ne? Und das ist natürlich eine gute Sache. Das ist nur ganz kurz. So. Und dann weiß man vor der Tür, alles klar, scharf, unscharf. Kann reingehen. Das ist echt eine gute Geschichte. Das habe ich in meinem Review gar nicht angesprochen. Das habe ich nämlich noch nachträglich eingestellt, weil das ist eine nützliche Funktion. Dachte ich, die braucht man nicht, aber doch braucht man. Und alles möglich mit dem Teil. Ne? Also echt, echt super. Die Anlage kann ich empfehlen. Ein Knackpunkt hier sind zwei Funkfernbedienungen dabei. Besser wäre natürlich vier Funkfernbedienungen. Also mit zwei Funkfernbedienungen ist man ein bisschen knapp bestückt da. Je nach Familiengröße, jedes Familienmitglied sollte eine Funkfernbedienung haben. Das spricht, da müsste man noch welche entsprechend der Personenanzahl nachkaufen. Mittlerweile habe ich aber auch gesehen, das war ja damals das größte Modell von MKT, also das umfangreichste Modell von der Firma MKT mit eben, wie gesagt, den zwei Fernbedienungen, den neuen Fenster- und Türkontakten, der Sirene und den vier Bewegungsmeldern. Aber mittlerweile hat die Firma MKT diese Alarmanlagen auch, glaube ich, in so einem Set 5 und 6 im Programm. Schaut da selbst bei denen auf die Homepage, ob da das Passende für euch dabei ist. Muss ja nicht immer das Größte sein. Das ist ja auch schon echt ein umfangreiches Sortiment, was da dabei ist. Bloß eben, da fehlt mir so ein bisschen diese Funkfernbedienung. Aber die kann man sich ja für kleines Geld nachkaufen. Das ist also nicht das Ding. 10 € kostet so eine Funkfernbedienung und die sind ja top verarbeitet. Die halten 100 Jahre. Ne? Vielleicht mal hin und wieder eine neue Batterie rein. Aber wunderbar. Gibt es sonst noch irgendwas zu erzählen? Ich habe nichts Negatives. Das Ding funktioniert einfach nur. Und damit wäre jetzt mein Nachtragsvideo zur MKT M2B GSM abgehakt. Kann ich absolut empfehlen. Bin wirklich sehr, sehr begeistert. Wenn ich die nicht hätte, mit dem Wissen von jetzt, würde ich sie mir sofort kaufen. Also ich würde sie mir kaufen, weil die ist das Geld einfach wert. Nun gab es auch schon Kommentare, so von wegen, man könnte sich die Anlage auch in China für die Hälfte kaufen. Ja, wenn ihr in China kauft, Leute, denkt dran. China ab 26,30 € müsst ihr Mehrwertsteuer bezahlen. Denn habt ihr, wenn ihr ein Problem
mit der Anlage aus China. Ich bestelle die auch viel in China. Aber so eine Anlage würde ich mir nicht in China bestellen, weil das ist einfach zu komplex. Das ist einfach zu viele Sachen, die irgendwie in die Hose gehen können. Und wenn es eine Reklamation gibt, dann hat man ein Riesenproblem am Haken. Also das würde ich mir dann immer in Deutschland beim deutschen Händler kaufen. Wenn es eben ein paar Euro mehr kostet, dann ist das halt so. Aber ihr habt den auch bei der Firma MKT, ihr habt den Support, der Support ist gut, die technische Unterstützung ist gut, das versucht man bei den Chinesen. Und ihr habt eine deutsche Sprachausgabe, wenn auch ein bisschen. Okay, das ist der einzige Kritikpunkt, das hatte ich aber auch in der Review gesagt. Dieses Sprachgequake, wenn man das Ding einstellt, das kann man natürlich echt vergessen. Anlage scharf, Anlage unscharf. Also ich weiß auch nicht, vielleicht könnte man da bessere Lautsprecher einbauen. Das klingt so schnarrig und Katastrophe. Auch per Fernwartung. Ein Gesumme und Gedröhne da drin. Katastrophe. Aber das ist ja auch, das sind ja Komfortmerkmale, die man im Grunde genommen gar nicht braucht. Im Grunde genommen bräuchte ich persönlich gar keine Lautsprecher da drin. Ja, würde mir schon eine Leuchtdiode reichen. Das ist einfach nur nochmal so ein Leckerli extra. Aber geile Anlage. Echt geile Anlage. Und ich benutze sie. Ich benutze sie und ich benutze sie gerne und sie macht ein gutes Gefühl und sie funktioniert vor allen Dingen. Das ist das Geile. Ich hab jetzt hier keinen Einbruch gehabt, dass ich beim Einbruch das mal so sozusagen live in Action. Das will ich auch gar nicht. Sie soll nur einen Einbruch verhindern. Und wenn mal ein Einbruch ist, dann wird sie sicherlich funktionieren. Nehme ich mal an. Zusammen mit meinem Foscam-System, die ich hier natürlich auch im Einsatz habe. Also beides gekoppelt, sagte ich ja schon bei diesem Fehlalarm. Beides gekoppelt ist natürlich ein Traum. Ne? Man weiß immer, was los ist. Ich benutze die Foscam-Systeme auch nicht. Sie hängen ja an meiner Synology dran, jetzt auch an der neuen, klar. Die Kameras und sie zeichnen natürlich immer fröhlich auf. Und das ist auch ganz, ganz gut so, falls man mal irgendwie einen Fall hat, einen Einbruch, wie auch immer, dass man an diese Daten rankommt. Aber die Synology, die alarmiert natürlich auch entsprechend. Das habe ich aber mittlerweile deaktiviert, weil ich es nicht mehr brauche, weil ich diese Anlage habe. Das ist natürlich viel geiler. Viel einfacher, auch viel schneller. Diese Foscam-Systeme sind für mich nur Backup-Systeme und Backup-Systeme, die prima zu diesem konventionellen Alarmanlagen-Konzept passen. Also beide Konzepte ergänzen sich hervorragend. Ne? Also das verstehe ich auch nicht. Normalerweise müsste man so eine Anlage verkaufen, aber dann wird sie nachher richtig teuer mit vielleicht noch zwei optischen Systemen. Ne? Dass man auch eine optische Überwachung hat. Aber das sind natürlich wieder getrennte Felder. Das eine ist optische Überwachung und auch Archivierung, das mache ich ja mit meinem Foscam-System am Server über die Surveillance Station und eine ganz klassische Alarmdetektierung. Und diese ganz klassische Alarmdetektierung ist mit diesem Z4, bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Aber wie gesagt, schaut doch mal auf die Homepage, so ihr Interesse habt und das noch nicht gekauft haben solltet oder auf dieses Video wartet. Also, Tobi, macht ihr nicht viel falsch. Okay, das ist ein chinesisches Produkt, das besteht aus Kunststoff, hier auch diesen weißen Plastikkram hier. Das ist alles Plaste. Aber man kann sich das auch alles umpönen, so wie ich es hier gemacht habe. Und das ist wirklich super. Übrigens, diese Antennen, die hier dran sind, so ein Käse, die braucht kein Mensch. Also ich brauche sie nicht. Ich habe hier noch keine Reichweiten, also über 2 Etagen, überhaupt keine Sorgen. Ich hatte in dem einen Video eine Anfrage gekriegt, Perle, kann man die Alarmanlage im Keller deponieren und oben im dritten Stock oder sowas noch so einen Kontakt einpflegen? Oder ist das zu weit weg? Ja, selbst wenn es zu weit weg wäre, es gibt dann noch so eine Art Repeater. Reichweitenverlängerung, die man zwischenschalten kann, falls man Schloss haben sollte. Man hat die Anlage im Westflügel und im Ostflügel möchte man die Fenster überwachen. Der Ostflügel, der 200 Meter entfernt ist oder sowas, da bei der Queen oder so, geht das auch mit diesen Repeatern. Kann man dann die Reichweiten auch deutlich verlängern. Also habe ich keine Sorgen mehr, funktioniert alles wunderbar. Die ganzen Teile funktionieren wunderbar. Und das Einzige, was ich eben bisher hatte, ist diese eine Batterie. Und die war nun wirklich am Haupteingang, wo ständig geschaltet wird. Das war mir dann auch schon fast klar, dass die nicht unbedingt alt wird bei den ganzen Öffnungen hier und Schließvorgängen. Dachte ich so, nach 3 Monaten ist sie bestimmt hin. Nee, sie hat 5 Monate gehalten und diese Batterien sind zum Glück nicht teuer. Die gibt das so um 10er-Pack bei Amazon. Müsst ihr mal gucken, diese AB23 heißen die, glaube ich. Die kosten nicht die Welt. Das sind keine teuren A23A heißen die Teile. 12 Volt Batterien, 23A. Ja, wenn man eine kauft, dann okay, ich weiß nicht, 1 Euro oder sowas, keine Ahnung. Aber kauft euch dann 10er-Pack. Die braucht ihr sowieso, wenn ihr solche Anlage habt mit vielen Kontakten, dann sollte man, und ja, vielen Schließern, dann sollte man die natürlich, wenn der erste Fensterkontakt bei mir leuchtet, will ich an allen Fensterkontakten die Batterien wechseln. Klare Geschichte. Ja, und da lagen ja nur wahrscheinlich auch nicht die hochwertigsten Duracell-Batterien bei. Das ist keine Duracell, die hierbei lag, sondern es werden wahrscheinlich ganz normale Batterien sein. Also die gibt es wahrscheinlich auch noch mit ein bisschen mehr Puffer. Das sind ja chinesische Batterien, das sind sicherlich nicht die hochwertigsten Batterien überhaupt. Also da gibt es, was die Reichweite angeht, sicherlich auch Verlängerung, wenn man richtige Markenbatterien da reinpackt. Ich weiß nicht, gibt es die von Duracell? Keine Ahnung. Schaut einfach mal selbst. 23 Jahre.
kostet nicht die Welt, scheißegal, halten relativ lange. Länger als ich eigentlich erwartet habe bei der Haupteingangstür. Und die, wie gesagt, ich habe nur die eine gewechselt. Ich sagte ja in dem Review-Video, wenn eine anschlägt, wechsle ich alles, alle Batterien, mache ich gar nicht. Weil die anderen Kontakte, die sind einfach nicht so extrem im Einsatz. Aber da macht schon Sinn. Ich nehme an, 9, 12 Monate werden die anderen wohl durchhalten am Stück. Also einmal im Jahr müsste man die wahrscheinlich wechseln. Ist jetzt meine Vermutung, ich weiß es nicht. Muss ich ausprobieren. Jetzt könnte ich mich natürlich jetzt monatelang hier hinsetzen mit euch zusammen und warten, bis die anderen anfangen zu leuchten. Schiebe ich vielleicht nochmal irgendwann so als Anekdote nach. Also würde ich sie mir kaufen, wenn ich sie nicht hätte. Mit dem jetzigen Wissen eindeutig, ganz klar, Daumen rauf, geile Anlage, geiles System, was wirklich toll funktioniert. Bin ich wirklich sehr, sehr begeistert und vor allen Dingen auch für das bisschen Geld. Ne? Also so teuer ist die gar nicht. Müsst ihr selber wissen. Aber Alarmanlagen und Schutz des Eigentums war noch nie so wichtig wie heute sozusagen. Also wer sich die Statistiken im Internet anguckt oder auch von der Polizei, also die Einbruchszahlen, die gehen ja steil bergauf. Das wird immer schlimmer und es kann nicht schaden, sich da so ein bisschen zu schützen. Passiver Einbruchschutz und auch aktiver Einbruchschutz. Gut, man kann natürlich schnell vom Hundertsten ins Tausende, man kann sich auch für 5.000 Euro eine Anlage installieren lassen. Eine wasserdichte Geschichte, so ein Hightech-Scheiß. Aber das macht das genauso, es funktioniert genauso. Und vor allem, man hat keinen Kabelaufwand, weil das alles per Funk funktioniert. Und es funktioniert ganz ausgezeichnet. Bin ich wirklich sehr, sehr angetan von dem System. Und ich stelle hier gerade fest, ich habe das Ding hier so blöde reingepackt. So. Bin ich sehr, sehr angetan von dem System. Und auch der Batteriewechsel im montierten Zustand ist auch kein Problem. Das war für mich auch mal ganz interessant. Und jetzt muss ich jetzt mal gucken. Ja. Das Ganze hier. Mach den mal zu hier. Genau. So sitzt er ja an der Wand, also an der Tür oder am Fenster. Und wenn die Batterie leer ist, dann drückt man diese Geschichte einfach, man zieht diesen ganzen Kasten ab. Das bleibt ja hängen. Wechselt hier einfach die Batterie. Die sitzt ja hier unten drin. Ich lege sie hier mal rein. So sitzt die Batterie hier unten drin. Wechselt die Batterie aus. Und drückt den Kasten hier wieder daran. Und dann ist man wieder einsatzbereit. Und schon funktioniert das ganze System wieder. Andere Seite. Schon funktioniert das ganze System wieder. Moment, welche Seite waren das jetzt? Ah, hier. Schon funktioniert es wieder. Ihr seht aber, guck mal hier, wie lange die jetzt leuchtet. Also mit der Batterie ist nichts mehr los. Wenn ich jetzt hier 10 Minuten rumspiele, wird die garantiert dauerleuchten. Ist so. Also die Batterie ist fertig. Tonne, hätte ich was gesagt. Batterien, immer dran denken, gehören nicht in Restmüll. Entsorgt die irgendwo bei Aldi in so eine Batteriebox, die werden recycelt. Das sind Wertstoffe. Nichts wegschmeißen. Ja. Sondern korrekt entsorgen. Ein bisschen anständig sind wir ja auch, ne? So, ich hoffe, dieses Video hat euch ein bisschen gefallen. Das Nachtragsvideo ist endlich erledigt. Juhu, juhu. Bin ich richtig happy, weil ich habe euch da schon lange zappeln lassen. Und viele haben auch wieder auf dieses Video gewartet, obwohl es ja eigentlich gar nicht so viel zu erzählen gab. Habe wieder mit 1.000 Worten fast nichts erzählt, außer dass ich sehr, sehr begeistert von der Anlage bin und dass ich die absolut empfehlen kann. Und es ist ja auch wichtig, nach 5 Monaten, dass man mal so ein Fazit abgeben kann. Ich habe da nichts verändert an der Konfiguration. Ich habe an der Anlage selbst gar nicht rumgefummelt. Wenn ich da wieder rumfummeln müsste, müsste ich mir wieder diesen schlauen Zettel rausholen. Wie war das noch? Irgendwas mit 23 war da, glaube ich. Keine Ahnung. Müsste ich mich da selbst mal wieder so ein bisschen reinarbeiten oder mir mein eigenes Video angucken, mein eigenes Review-Video. Ich habe da nicht dran rumgefummelt. Also das ist natürlich das beste Zeichen, dass man, außer einmal eben um diese Hupe im Scharfschaltvorgang, den Scharfschaltvorgang, die Hupe zu aktivieren und im Unscharfschaltvorgang draußen vor der Tür. Das macht ja einen Lärm, das dringt ja. Also, super Geschichte. So weiß man, aha, vor der Tür. Also, man braucht nicht gucken oder wie auch immer. Man kann es auch gar nicht sehen. Wer weiß, wo ihr die platziert im Haus. Aber es reicht, wenn ihr hört, sie ist scharf. Und wenn ihr hört, sie hat gerade unscharf geschaltet. Ich kann jetzt reingehen, ohne dass das Ding los terrorisiert. Also, wenn das Ding losgeht. Eieiei, heftig, heftig. So. Das war's. Ich wünsche euch alles Gute. Ich ziehe nochmal obligatorisch meine 3 Milligramm Dampfmaschine und sage Tschüss und möge niemals bei euch eingebrochen werden.
Prävention ist wichtig, Freunde. Denkt dran. Wenn erstmal eure ganze Wohnung zerwühlt worden ist, dann wisst ihr, wie wichtig so ein Teil ist. Das schreckt zumindest ein bisschen ab. Ne? Also wenn das Ding losgeht, also dann werden sich die Einbrecher also erstmal fürchterlich erschrecken. Ne? Und das ist ja schon mal die halbe Miete. Ne? Und dann noch passiver Schutz, passt schon. Also macht es, ihr könnt es auch bleiben lassen. Mir ist es egal. Ne? Aber ich kann es empfehlen. Und nicht ohne Grund. Tschüss, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Peace.